Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Und eine späte Runde am Dienstag. Und na klar, erst der Hund und dann die Post. Wenn er sich mal aufbequemt. Da steht's oben links. Wir haben Post von der Madame. Und die holen wir mal eben ab. Und dann bin ich gespannt, was sie diese Woche sammelt. Tja, irgendwie jetzt aber. Will das heute nicht so. Ja, dann erstmal in die Tasche gucken. Was sucht die Madame? Humeralszahn. Oh. Ein fossilen Zahn, den haben wir nicht. Und Alligatorzahn. Tja. Schade, schade. Und dann schauen wir mal. Was sind unsere Herausforderungen heute? Bison gehäutet, okay. Gegenstand an Gast verkauft. Heidelbeeren. Da kann man richtig abstauben. Person in Not geholfen. Pferdepflegegegenstand hergestellt. Wilde Möhren gesammelt. Ja dann. Mein ungeliebter Kopfgeldjäger. Verfolgungspfeile genutzt. Dann von New Hanover welche abgeliefert. Und mehr als eine Zielperson. Auf einmal. Große Tierkadaver an den Kollegen hier, mittlere und Waren an entfernten Käufer. Antike Schnapsflaschen finden, Familienerbstücke und Gegenstand mit dem Spaten gefunden. Giftigen Schwarzgebrannten hergestellt. Oh. Und eine Auslieferung. Betäubte Tiere geweckt und Tarntonika. Ja, dann. Ha, das wollte ich gar nicht, sondern das machen wir mal zuerst. Heute werden es ganz bestimmt keine neuen Rollenherausforderungen. Denn, ja, ich bin mal wieder spät dran. You should taste that stew. Melts in your mouth. Erstmal kochen wir sie richtig ein. Dann schauen wir doch mal eben. Oh, super, hier ist genug Luft. Was haben die? Ach so, das Tarntonikum ja schon genommen hier, da. Merken die uns erst später. Dann schauen wir mal eben, ich habe noch ein Sammlerstück von der Karte offen. Wo ist das überhaupt? Ja, Halleluja! Ja, dann machen wir das aber mal ganz einfach, oder? Ab in die kalte Ecke. Oh, und dann kam die Bitte auf, ob ich ein Video machen könnte zu den Waffen, Pferden und zu den Karten, die ich hier nutze. Das denke ich, schaffe ich am Feiertag mal separat. Oh. Da ist wieder das legendäre Tier. Was war denn jetzt bei Naturkundler? Betäubte Tiere geweckt. Ja, das mit dem Legendären können wir uns jetzt nicht aufhalten hier. Ich checke. Man hört wieder das Gequieke da. Mal eben hier. Ob hier Sammlerstücke rumliegen. Jawohl, hier ist irgendwas. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Haben wir die erste Pulle. Sonst scheint hier nichts zu sein. Ist auch nichts. Ah, hier nicht, sondern eine Tür weiter. War das auch schon. Da machen wir mal.
Ja, das geht ja gut los heute, ne? So eine große Tierkadaver. Und dann bringen wir gleich schon mal eins mit. Vielleicht schon mal die richtige Knarre, jawohl. Nicht, dass ich das Vogelei da hinten gleich zerstöre. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Dass ich hier die falsche Knarre nehme. Muss doch auch hierher gehen, da kann man doch bestimmt abkürzen, oder? Ich sehe hier gar nichts. Ach da, meine Güte. Ich zeig's gleich nochmal eben hier. Hier ist es. So, und dann war hier vergifteten Schwarzgebrannten erstellen, ne? Genau, giftigen Schwarzgebrannten machen. Da pfeffern wir mal eben zwei einfach irgendwo hin. Und beim Naturkundler müssen wir nicht zufällig sieben Dinge ineinander erfüllen, ist klar. Dann machen wir das mal eben hier. Falsch. Naja gut, können wir ja auch noch gebrauchen. Da ist es. Und dann geht's schon mal ab nach Hause. Dann düsen wir eben zu Gast, verkaufen da zwei Dinge. Spenden mal eben hier das Tierchen. Supplies are looking healthy right now. Tja, er will nie aufsteigen hier. So, schon mal Betäubungsmunition rein. Apropos Sammler, wir gucken mal eben, wo ist die Madame? Denn heute. Hier oben ist sie nicht. Wo ist sie? Ah, hier unten ist sie. Dann wisst ihr hier schon mal Bescheid. Spenden wir mal eben ein paar Viecher. Das wären so ein paar Truthähne nicht schlecht, ne?
oder Hasen. Hauptsache. Oh Mann, 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 jetzt hebt das doch auf hier. So, Hauptsache ist mittlere und große Tierkadaver. Nein, nicht, nein. Hängt das andere Viech da jetzt dran? Ah ja, gut, das hat schon mal geklappt. So, da hängt der Hase. Kann sich nur um Stunden handeln hier. So, Schafgarbe kann ich auch immer gebrauchen. Hier, jawohl. Was wächst hier? Brauchen wir auch nicht. Sind das wilde Möhren? Jawohl. Davon brauchen wir auch 5 Stück, dann haben wir schon mal 3. Der Verwirrte. You came to me? Just to talk to me? Ja, komm, wir sind mal wieder nett zu ihm, oder? Over and again. Keep on meeting by the fire. Das stimmt. I can't eat nothing but me. Everything else hurts. Knoblingfisch haben wir. Armer Kerl, oder? Kick the roses. How long that idiot gonna keep showing up for? Wie lange kommt der Trottel noch hier hin? Gut, wir haben ja schon alles versucht, den Typen loszuwerden. Es geht ja nicht. Der kommt ja immer wieder. Supplies are good. I'm a happy man. Yeah, anything's better than nothing. So, schon ein bisschen was gespendet hier. Jetzt auf zu Gas. Was aber da? Den nehmen wir eben auch noch mit. Wollte wenigstens die Händler noch mal schon mal halbwegs hinkriegen. Was wächst hier noch? Okay, keine Möhren. Docks are looking good. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen ran hier. Moment, 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 Moment. Okay, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Was rennt da weg? Ein Taschenhörnchen. Checken wir natürlich eben die Hütte, ob hier heute zufällig Absinth rumliegt.
Das ist die andere Ratte. Nehmen wir auch mit, ist ja gut für die Tasche. Und der Zustand spielt ja keine Rolle. Nur gibt's hier heute nichts. Ja, wir müssten was ausliefern, aber ich denke, das machen wir gar nicht. Wir verschnacken mal ein bisschen was. An Gas. Oh, da ist der legendäre Bär. Aber habe ich da Bock drauf? Also, ihr wisst ja, wie es geht, ne? Hier untersuchen, dann taucht er auf. Gibt aber nur Stress. Das ersparen wir uns heute. Aber den mittleren Tierkadaver hier, den nehmen wir noch mit. Da kommt er? Das wollte ich mir doch ersparen. Nichts, ne? Er hat uns ja förmlich gezwungen. Mein Gott, Pferdchen, jetzt komm. Das werden wir jetzt natürlich nicht spenden, sondern verkaufen. Denn wir wollen ja die Tierkadaver spenden. Also. Verschnacken wir das eben. Gut, wir müssen jetzt natürlich sagen, wenn das mit dem Bären so leicht geht, dann kann man das mal mitnehmen, ne? Die Nummer. Da. Mittleren Tierkadaver. Da war gerade noch ein Opossum, man hört's. Jetzt ja alles mitnehmen hier, ne? Oder noch ein paar Truthahnfedern oder sowas. Was wächst hier? Indianertabak brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Wachsen denn hier die Möhren? Ja, hier zum Beispiel. Dann sollten wir die 5 hier auch fertig haben.
Einfacher geht's ja mit dem Gold nicht, oder? Oh, da ist die nächste Schnapsflasche. Look at that. Well done. Warum kann ich jetzt nicht nehmen? Da war's. Das ist manchmal ein bisschen nervig. So, 5 Dinger an Gas verkaufen. Alright, what have you got? Das kann weg. Das Fell kann weg. Sure, why not? Yeah, I get a lot of these. Oh, erledigt. Like I always say, I aim to please, but I shoot to kill. So, jetzt noch irgendein Tierkadaver, mittlerer, groß, spielt keine Rolle. Zum Lager. Welcome back. Weiter spinnen. We're well stocked for the time being. I'll take whatever I can get. Da hinten könnten wir aufräumen. Eben kurz was futtern. Denn allgemein, Bison, das können wir noch machen. Kalifornische Heidelbeeren. Personen in Not, das wird ja nichts. Achso, Pferdepflegegegenstand erstellt. Ja, das können wir auch gleich mal machen. Aber viel wichtiger ist Sammler. Antike Schnapsflasche, da hinten könnten wir eine looten. Arzneien, Munition, Waffen, Jagd, Pferde. Ach so, ja, die Nahrung, das ist doch, das ergibt doch Sinn, oder? Reicht das schon? Jawohl. Tipptopp. Können wir auch mal eins verfüttern, ne? Ja, nicht so gut, ne? Thank you.
Also so viele können sie nicht mehr sein. Wer behauptet das? Jetzt noch so eine Schnapsbulle, ne? Da ist er. Ja, das ist ja schon mal gelohnt, oder? Das lohnt ja prinzipiell, aber heute besonders. Oh Mensch, wo ist denn mein Pferd wieder hier? So, wie viel Viehzeug brauchen wir denn noch heute? Noch ein mittleres und dann noch vier große. So, Sammler ist Familienerbstücke finden. Habe ich denn überhaupt noch die passende Karte für? Nö. Jetzt nur irgendwie so ein Hasen. Jetzt aber auch keine Lust zur Madame zu jitten, ne? Und vorher die Karten zu kaufen heute. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Sowieso mit Viehzeug schlecht hier, ne? Good stuff. Naja, wir können ja erstmal. Zur Schnapsbrennerei. Da in der Gegend gibt es auch Bisons. Dann sollen wir Sachen mit dem Spaten finden. Das kann man hier auch ganz gut mal versuchen. Und wie gesagt, wir müssen ja auch nicht immer alle neuen Rollenherausforderungen an einem Tag schaffen hier. Bisschen Gold abstauben. Das geht ja heute auch mit einfachen Dingen. Okay, hier ist nichts für einen Spaten. Damit wir hier in der Zustand da
darf ja ruhig schlecht sein. Wenn wir da ins Lager zurückkommen, damit wir überhaupt ordentlich spenden können hier. Ich hab doch noch was sperren gehört. Da ist das mittlere Tierchen. Heute nix. Dann sehen wir jetzt zu, dass wir hier noch zwei Bisons finden. Sein, oder? Jawohl, da sind sie. Oh, sieht aber auch schon schlecht aus, finde ich. Leider nicht mitnehmen. Müsste ich mir erst wieder den Wagen bestellen. Der findet mich dann hier wieder nicht. Hat man ja immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, ne? Wenn man hier so das dann so rumliegen lässt, oder? Hier die Ecken ab, bevor es zurückgeht. Hier noch was mit dem Spaten finden. Schickes Pferd. Oder? Aber nicht schlecht. Nix. Doch. Bisschen was. Das war knapp. Gibt's immer. Oh, da war schon mal ein Familienerbstück. Stellen auch noch eben mit. Ja.
ist heute auch nix. Auch nicht. Hier in diesem Quasi-Geschäft liegt ja manchmal auch was. Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Besser als nix. Gut, ist ja auch schon wieder über eine halbe Stunde. Ne? Treten wir mal die Heimreise an. Hey, good to see you. Spenden das hier eben. Supplies are good. I'm a happy man. Das nächste Gold. Dann gucken wir mal im Anna Ranch. Da noch was finden. Für eine Handvoll Dollar kann man da ja mal eben hinreisen. Sollte irgendwas zu holen. Schon mal eine Tarotkarte. Aber sonst auch nix. Wenigstens die Taschen eben leer. You're back. Go on, have yourself a quick nosy. Okay, let's see. Pleasure doing business. Wenn euch noch hier irgendwas mit dem Spaten finden, das kann nicht sein. So. Das auch schon mal erledigt. So, und dann war die Aufgabe Familienerbstücke. Ja, kommt. Ah, hier in der Vogelscheuche ist heute auch noch was.
im Haus ist heute auch noch was. Und zwar... Ich hoffe hier. Wahrscheinlich so. Nee. Schade, schade. Dann liegt hier noch eine Tarotkarte. So, Mensch, hier können wir auch noch mal eben an dem Wegweiser das Ganze checken. Nein. Und noch was. Ah, ein bisschen dynamisch abgestiegen. Also gut, für einen Spaten gibt es heute genug. Schnell gefunden. An den üblichen Stellen. Will er nicht, doch jetzt aber. Ist das auch ein Familienerbstück? Ja, sicher. Dann fehlt uns doch gar nicht mehr ganz so viel. Ja, doch. Gut. Das können wir mal machen. Ging ja relativ schnell. Ich dachte, die brauchen mehr davon. Wo kriege ich denn jetzt noch ein Familienerbstück her? Valentine, ne? Sein. Das Wachteln. Ich sehe schon kommen, es hilft nichts. Wir müssen mal eben zu Madame. Wo kann ich von hier nach Valentine reisen? Dann würde ich es da eben versuchen. Ja, sind wir zu nah drauf, ne? Doch. Boah, $3 und dafür ist es um die Ecke. Das ist frech. Boah, dann checken wir hier mal eben das Hotel. What gives, huh? Ja, heute habe ich es wirklich hier. Das würde mir als
nächstes einfallen. Aber hier ist natürlich heute nichts. Sonst noch Familienerbstücke holen. Da hinten, oder nicht? In der Kiste. Boah, da müsste es auch vibrieren, ne? Wo gibt es sonst noch Familienerbstücke? Keine Ahnung, ehrlich. Keine Vorstellung. Den könnten wir mal mitnehmen, ne? Er darf aber nicht perfekt sein, sonst kriege ich da so viel nicht unter, glaube ich. Was ist da hinten wieder los? Habt ihr den weißen Punkt gesehen? Da. Und hier auch runter, oder? Boah. Was hat er da für einen Stress? Mensch, in Not geholfen heute nicht auch, ne? I would be dead if not for you. I'm sure of it. I do not have any valuables, any money. You deserve more. But I thank you from my heart. I hope you are rewarded for your help somehow. So, Mensch, in Not geholfen gibt nämlich auch Gold für heute. So, erstmal eben zum Lager. Dann eben zur Madame. Oh, hab mich gerade was verschluckt. Dann eben zur Madame. Supplies are looking healthy right now. Garten kaufen. Sehe ich da große Tiere? Uns auch ein bisschen ranhalten. Ich glaube, die Stunde ist schon fast voll. Ne? So, ich habe das doch erwischt hier. Da hinten wäre so eine Kopfgeldjägernummer. Man die erledigt. Aber ich, da habe ich heute echt keinen Nerv mehr zu. Ich mache das sowieso nicht so gern. Ihr Spenden finde ich super. So, auch erledigt. Jetzt checken wir erstmal, was sagt die Zeit.
Ah, keine 10 Minuten mehr. Und wir bräuchten noch 2. Müssen wir mal eben anders machen. Giftfall, Trollerfiti, da, Verfolgungsfall. War doch so, ne? Genau, 2 Stück. Also. Das werden wir jetzt mal versuchen. Welcher ist welcher? Der ist es. Der in der Mitte. I'ma blow your head off. Oh, das war knapp. Jetzt ist die Frage, kann man den nicht irgendwie entsorgen? Wenn das Wasser, glaube ich, tief genug ist, wo der reinfällt, ne? Dann gilt der, glaube ich, als verloren oder so. Den lassen wir eben mal kurz da liegen. Ich wollte sowieso lieber was da hinten checken. Aber das scheint nicht tief genug zu sein. Lass die Zeit eh gleich runterlaufen. Also ich mache gleich eh noch was anderes. Denke ich. Weil mir läuft die Zeit davon. Es sind nur noch knapp 6 Minuten. Da könnte ich noch soeben abliefern. Und ihr wisst ja, wie es geht. Hier ist nichts mehr. Brauchen ja nicht mehr viel. Ein Familienerbstück und nochmal zweite Mal so ein Verfolgungsfall. Klar, ich hätte den einfach laufen lassen können, dann wäre auch gut gewesen. Aber mit der Madame hin und her, das war alles schon knapp genug. Ich dachte echt, man kann den irgendwie so halbwegs entsorgen. Aber das ist hier halt nicht tief genug, ne? Der tief unter Wasser liegen oder? Ne, das reicht nicht. Und jetzt wird es mir auch eingeblendet. 55 Minuten. So, ne? Zielperson wurde verloren. So geht das. Oh, ein bisschen erschrocken. Ah, ein bisschen erschrocken, ja. Also, ich zeig's euch mal eben. Man könnte jetzt noch fix ein paar Heidelbeeren sammeln. Das würde ich sowieso empfehlen. Händler. Wird nix. Sammler. Tja, eins brauchen wir halt noch.
Oder eben hier, ne, die 18 Pullen unbeschädigt abliefern. Da geht heute noch einiges. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. My father and son, play for fun.